Nein, warum habe ich das Schild nicht hochgenommen? Das war aber auch eng. Hier, da unten war ich schon überall. Na, jetzt. Jetzt rufst du mich. Geh ich da noch nicht hin. Na, Neuroshima. Alles klar. Wenn ich jetzt überlebe, dann werde ich wieder. Oh, Fat Rolling. Digga, bist du sicher? Wenn ich jetzt überlebe, dann bin ich wenigstens Mensch und kann vielleicht auch so. Was machst du da? Ein oder zwei Leute beschwören. Ist der dumm? Was soll das? Kann ich normal gehen? Ernsthaft? Mit Wurfmessern? Ja, fall doch da runter, ey. Lebensstein. Einer, toll. Einer. Ja, einer. Ich habe das Gefühl, dass ich noch gefühlte 13 Folgen in dieser Festung festhänge. Ja, das ist mir immer auch passiert. Weil das Weiterkommen, also diese. Was ist denn hier passiert? Ja, so lernt man. Bonfire! Wie geil ist das denn? Ja, geile Scheiße, würde ich sagen. Hier ist ein Schmied! Nice! Warum habe ich den eben nicht gehört? Den hätte ich doch hören müssen. Na, wie dem auch sei. Geil! Und ein neues Bonfire. Ka-ching! Ja, das weiß ich auch noch nicht, wie das geht. Das geht wahrscheinlich erst, wenn du von den Tanten wieder da bist, da. Ich weiß zwar nicht, warum ich die Tanten nenne, die sind so dünn und schlaksig. Das sind bestimmt Frauen, die Gegner da. Kommst du mit, Digga? Kommt da. Dann weiß ich wenigstens schon mal, wo ich lang muss. Oder... Schöne Brandbombe da hin, ja, ne? Würde ich sagen. Ja, Schwert schon wieder über die Hälfte im Arsch, ey, das ist doch ätzend. Tag. Was macht er denn da? Wow. Oh, fix ist vorbei. Hinter dir, Digga. Au. Au. Leute werden hier mit Pfeilen geschossen. Bäm, Junge! Oh, war das? Nein. Ich nehme den Estus, weil den kann man wenigstens immer wieder nachladen. Ich glaube, so lange lebe ich eh nicht mehr. Muss ich ein, du ein. Ah, das Streitkolb ist natürlich geil zum Backstabben, ja. Bumm. Mock. Wo willst du hin? Ich dachte, die standen beide rechts. Lol. Und es hat Zoom gemacht. Ich kann den Schalter nicht betätigen, das ist deine Aufgabe. Du musst schon was tun für dein Geld oder für meine Hilfe.
Attacke! Nein, da sind zwei! Ja, jetzt sind wir hier wieder. Da, wo ich eben schon war. Hier ist nirgendwo was drin. Außer ein paar Items, glaube ich, war hier irgendwo eins oder zwei. Aber das da ist viel interessanter, was hier hinter ist. Estus, habe ich... Pilgerin Belclair? Wer ist das denn? Ist das ein, das ist aber ein NPC. Das ist ein NPC, oder nicht? Ist das diese Tante, die da oben drin stand, oder wie? Olle! Lange nicht hier gewesen. So schön. Lol, wie viel Schaden habe ich gemacht. Wie wenig Schaden mache ich? Und wie hart mein Schwert einfach nur in den Arsch geht. Alter! In your face! Nicht schlecht. Ich wette, die kommen hier hoch. Lol. Alter! Geht's noch? Oh, das wird nicht gut. Ich brauche viel zu lange und die machen viel zu viel Schaden. Okay. Ende der Vorstellung. Ich halte das für keine sinnvolle Sache, hier oben den Kampf auszutragen. Irgendwas habe ich gerade überlegt und ich weiß nicht mehr was. Ach genau, ja, das Ding öffnen, was ich vorhatte. Alter, mein Schwert ist schon wieder so hart kaputt, ey. Ach genau, ich habe mich nochmal wieder darüber aufgeregt, dass man nur in Madula leveln kann. Und ich habe dann gedacht, ey, Hauptsache ist, du findest nochmal irgendwen anders, der... die Möglichkeit zum Leveln gibt. Wenn er jetzt wieder schlägt, will ich nicht dabei sein. Aha. Ja, das, ich bin hier. Ich mache mein Schwert sowas von die ganze Zeit kaputt. Nur weil ich immer daneben hacke. So, wie kriege ich das Ding jetzt auf? Brandbombe oder what? Das einzige, wozu diese Brandbomben-Dinger gut sind, sonst benutze ich sie nämlich gar nicht. Habe ich nur noch die? Oh. Nun denn! Pfui! Fuck. Oh, geh mir nicht auf den Senkel. Wie kriegt man das sauber? Kaputt. Das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich jetzt, dass es mit der Brandbombe nicht geklappt hat. Vielleicht da oben irgendwas? Sehe nichts. Macht da oben ist ja gar nichts. Noch weiter oben irgendwas? Dreck. Dahinter ist auch nichts, oder wo ich reinschießen müsste jetzt oder so. Och nö, ne? Wie mache ich das denn jetzt?
Herrlich. Ich bin total begeistert. Da war ein Fass. Aber das ist auch meine letzte Brandbombe. Das Fass da? Bestimmt nicht. Irre. Schön, jetzt ist die Scheiße wieder kaputt. Das heißt, ich müsste zurück zum Feuer. Das heißt, ich muss schon wieder den nächsten Knochen benutzen. Das nervt mich. Wie mache ich die Wand da kaputt? Sagt mir mal irgendwas. Von drin, der Schmied machte. Schmied ist kaputt. Ich muss bestimmt von der anderen Seite das Ding irgendwie kaputt kriegen. Warum renne ich überhaupt so weit? Ich kann hier nirgendwo her. Scheiß Knochen. Ups, das wollte ich nicht. Ja. Kacke. Ich bin jetzt, ja, schön, echt am Überlegen, wie man die Wand kaputt kriegt. Ich lege nochmal ein Symbol, vielleicht komme ich ja mit irgendwem unterwegs, der mir noch was Neues zeigen kann. Links. Nee. Was ist du denn vor? Achso, jetzt willst du. Ich guck mal, ich treffe jedes Mal unten den Fußboden und jedes Mal geht mein scheiß Schwert ein bisschen kaputt. Das ist ein rolleriger Mist. Ernsthaft, wie kriege ich diese scheiß Tür, Wand da unten kaputt? Schön, ich habe mein Schwert oben gehabt. Spack. Ich hab. Warum zur Geier stunne ich ihn manchmal und manchmal nicht? Warum explodieren diese Fässer manchmal und manchmal nicht? Warum liegt hier Strom? Und warum nicht? Leute. Ich habe eine Idee. Und zwar das Fass, was hier ist, das muss ich da runterrollen lassen. Und dann muss das da unten vor der Mauer. Das ist auch so ein Fass. Ich will es irgendwie treten. Ich bin mir sicher, dass ich das Fass, was hinter dem steht, irgendwie da runterschubsen muss. Aber ich kann es nicht schubsen. Hier ist das Schwarzpulver drin in den Dingern. Das heißt, ich muss dann Feuerschaden machen. Hurra, ich habe keine Brandbomben mehr. Jetzt gerade kommt mir eine geniale Idee. Ach, schon wieder Neuroshima. Das ist immer noch nicht geschafft, Digga. Und zwar. Ich habe ja, glaube ich, nicht die Möglichkeit, dieses Fass von dem Ständer zu schubsen. Ich versuche das jetzt mal folgendermaßen. Was machst du denn da? Das könnte sogar klappen. Ich könnte es mir vorstellen. Und zwar zünde ich eine Fackel an.
Und, ach, der will noch mehr Leute haben. Zünde ich eine Fackel an. Versuche damit dann dieses Fass in Brand zu stecken und dann darunter zu schubsen oder so. Vielleicht geht es ja. So ganz abwegig finde ich diese Idee eigentlich nicht, muss ich sagen. Also der leckt aber ganz schön, ey. Manchmal wird dieser, ich verstehe das sowieso nicht, manchmal wird der gestunt, wenn ich ihn schlage. Dann manchmal nicht. Dann manchmal hü und manchmal hot. Wenn der das jetzt macht, Quatsch. Fackel ist doch bestimmt so ein Item, oder nicht? Wo habe ich denn eine Fackel? Fackel? Wie sieht in diesem Spiel eine Fackel aus? Muss ich gleich mal gucken. Gib ihm hart! Wie sieht in diesem Scheißspiel eine Fackel aus? Ich hab doch schon Fackel gekriegt, oder nicht? Ah, hier wahrscheinlich irgendwo. LOL? Okay, kümmere ich mich gleich drum. Irgendwas ist hier faul. Ach, das ist los, das Fass. Gecheckt. Andererseits weiß ich immer noch nicht, jetzt wo diese Fackeln sind. Okay. Pff. Alles Kacke. 11.000 Seelen. Wo bin ich jetzt eigentlich gerade? Wo wurde ich denn gerade eben weggelockt? Ach, ich weiß es auch nicht mehr. Schwert schon wieder halb im Arsch. Das ist doch roderig, ist das doch, ey. Geh da weg! 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 Prost! Muss ihn schon treffen, Keule, echt. Mehr will nicht. Ja, hättest du jetzt richtig schön backstabben können, Keule. Ernsthaft. Mach das auf den Sack. Komm nicht. Alter, die haben aber auch Schwerter, ey. Das will ich auch haben. Guck mal, jetzt zum Beispiel schon wieder, ey. Jeder Gegner eben bei denen ist zurückgewichen oder ist halt unterbrochen worden. Jetzt habe ich ihn geschlagen, diesmal nicht. Penner. Tu's nicht. Tu's nicht. Tu's nicht. So ist die Tür. It's a hot, hot summer. Ach, der war hier unten noch gar nicht, oder wie? Ach, der hat wahrscheinlich das scheiß Tor hier noch gar nicht offen, oder?